Schönen guten Morgen, Clemens Wagner mein Name. Ich bin seit 2,5 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter am Reinhard-Mohn-Institut. Und um Ihre Metapher des Vier-Gänge-Menüs aufzugreifen, würde ich jetzt den zweiten Gang anmoderieren, wenn man das so sagen kann. Und eine unserer Aufgaben ist es ja, Theorie, Wissenschaft und Praxis zu verbinden, Praxisdialog herzustellen. Und daher darf ich jetzt gleich unsere zweite Hauptrednerin, Frau Dr. Iris Kalb, vorstellen, die uns vor der Mittagspause einen Eindruck vermitteln wird, wie Verantwortungsbereitschaft in einem großen Konzern als Teil der Unternehmenskultur zu verstehen ist. Ich befasse mich in der Forschung mit dem Thema Agilität im Management-Kontext, schreibe da gerade meine Doktorarbeit zu, und darunter fallen ja auch neue Methoden, Annahmen über neue Formen der Zusammenarbeit, weniger hierarchische Entscheidungen, mehr Abstimmungsprozesse und Entscheidungen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unterschiedliche Fachbereiche. Und wie sich hier auch zeigt, braucht es ein Mehr an Selbstständigkeit, mehr an Eigenverantwortung auf Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch eine Abgabe von Entscheidungsbefugnissen und ein anderes Verantwortungsverständnis auf Seite der Führungskräfte. Also somit eine Veränderung auf der Ebene der Unternehmenskultur. Und Sie, liebe Frau Kalb, beschäftigen sich ja aktuell mit dem Thema der Unternehmensveränderung, bei dem die Unternehmenskultur und auch das Konzept des Lean-Managements, das auch eine der Grundlagen des agilen Managements darstellt, im Vordergrund stehen. Allerdings haben Sie Ihre Doktorarbeit 2006 schon abgeschlossen, im Gegensatz zu mir. Uni Regensburg, genau, Sie haben ja Business Administration General Management studiert oder promoviert dort und wurden auch als eine der Top 40 Managerinnen unter 40 vom Wirtschaftsmagazin Kapital gekürt. Sie sind seit 9 Jahren, wie ich es jetzt gelesen habe, verantwortlich, konzernweit verantwortlich für die Initiative First Choice bei der Deutschen Post DHL Group. Und Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit und konstante Verbesserung eines ihrer Ziele in dem First Choice Initiative. Es geht ja um ein langfristiges Projekt der Veränderung, also nicht, beziehungsweise Unternehmensphilosophie-Veränderung und nicht klassisches Change-Programm. Und alle Ebenen des Konzerns, wie ich es gelesen habe, sind betroffen, konstante Verbesserungen einzuführen. Und ich bin gespannt, was Sie uns in Ihrem Vortrag dazu erzählen werden. Dankeschön. Ja, ich versuche jetzt einen würdigen zweiten Gang zu servieren, bevor es dann die Hauptspeise in der Mittagspause gibt. Es ist natürlich jetzt eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund, den ich habe. Wir sprechen hier über Logistik. Das ist nicht Philosophie, aber natürlich, wenn es darum geht, wie kann man ein Verantwortungsbewusstsein in die Köpfe der Leute bringen, mag das auch wieder auch auf eine Weise philosophisch anmuten. Der Professor Möllering hatte mich gebeten, im Vorfeld da ruhig auch meine persönlichen Erfahrungen und Aspekte reinzubringen, was ich natürlich sehr gerne möchte. Und ich möchte heute über die Verantwortungskultur, die sehr, sehr nah auch an Continuous Improvement liegt, für das ich verantwortlich bin bei Deutsche Post DHL, allerdings nicht seit 9 Jahren, ist ein paar Jahre schon, nur nicht ganz so lange. Ich bin jetzt insgesamt 13 Jahre im Konzern und ich hätte ehrlich gesagt am Anfang auch nicht gedacht, dass ich so lange bleibe in der Logistik. Ist aber doch ein spannendes Feld. Möchte ich Ihnen ganz gern ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht zunächst mal, Sie sind sicher alle Kunden, jeder verschickt Päckchen, jeder verschickt Briefe. Das ist sicher ein Teil des Businesses, was wir haben, ist aber nicht alles. Ich möchte es Ihnen nur ganz kurz am Anfang sagen, weil da schwingt halt auch viel mit, was dann letztlich das Thema auch irgendwo komplex macht, aber dann auch wieder spannend. Wir haben insgesamt 520.000 Mitarbeiter, das sind, hat man natürlich auch eine Verantwortung für viele Leute. Das mal als Relation, ich habe mal irgendwo einen Vortrag gehalten, da waren 2 Isländer. Und die haben dann nur irgendwo kurz spitz gelacht, weil Island hat 330.000 Einwohner auf der ganzen Insel. Also wir sprechen hier schon über sehr, sehr viele Leute. Das merke ich auch immer daran, wenn ich reise sehr, sehr gerne, dass man doch überall DHL-Kuriere trifft. Und wenn ich der Sprache einigermaßen mächtig bin, im Land spreche ich die Leute auch an und sage, hey, ich bin Kollege, ich arbeite in einem anderen Land für die gleiche Firma. Und das ist dann auch immer sehr schön zu sehen, die Reaktionen der Leute, die sind auch irgendwo stolz. Das sind mitunter ganz junge Leute oder auch ältere und die sind dann auch irgendwo stolz. Mensch, ich habe da einen Kollege, der ist gerade im Urlaub
Und ja, der kommt aus einem anderen Land und spricht mich an. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Leute, die unterwegs sind. Wir haben 1 Million Kundenkontakte pro Stunde. Also sprich, da kann richtig viel gut gehen oder auch schief gehen. Und das ist so ein bisschen das, womit ich mich auch befasse. Vielleicht ein paar Statistiken. Immer noch sehr viele Briefe. 4,6 Millionen Pakete am Tag vor Weihnachten. Ne? Weihnachtsmann ist fleißig, könnte es auch mal 11 Millionen sein. Also wir sagen, da brummt das Unternehmen richtig. Das muss natürlich dann auch alles irgendwo geschafft werden, weil sonst gibt es, ich sage es mal plakativ, sonst gibt es natürlich unglückliche Kinder unter dem Weihnachtsbaum, wenn das Geschenk nicht da ist. Aber es ist natürlich auch ein Versprechen, was wir unseren Kunden geben. So, das ist das Business, was Sie mehr oder weniger kennen. Was Sie vielleicht weniger kennen, ist unser Express-Business. Wenn Sie an Flughäfen unterwegs sind, sehen Sie immer diese schönen gelb-roten Flieger. Das ist eine eigene Flotte, die wir betreiben, um nachts um die Welt zu fliegen, um sehr, sehr eilige Sendungen für Businesskunden hauptsächlich um die Welt zu transportieren. Dazu brauchen Sie die eigene Flotte. Die funktioniert natürlich auch sehr viel anders, also es ist natürlich Qualität, ist Zeit ein unglaublicher Faktor, weil das sind wirklich auch sehr teure Sendungen. Also wenn Sie jetzt heute was ganz dringend, also wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich brauche jetzt was in Cincinnati morgen früh vor 9, weil sonst steht mir mein Band, dann sind Sie auch bereit dafür, was zu zahlen, aber das heißt, wir müssen auch wirklich liefern. Ein bisschen anders, wenn Sie mehr Zeit haben, dann können Sie mit Luftfracht oder auch Seefracht Sachen verschicken, das heißt, da wollen Sie echt einen günstigen Preis haben verglichen. Da müssen wir natürlich sehr viel mehr auf Kosten schauen, also weniger auf, also natürlich schon auch auf Qualität, aber da ist der Kostenfaktor sehr viel wichtiger. Wenn Sie mal schauen, Luftfracht, das heißt, wir laden Container in Passagiermaschinen zum Beispiel einfach in den Belly Space, also unten in den Bauch mit rein. Wie viel ist das? Ich habe das mal umgerechnet, weil ich finde es mal sehr, sehr schwierig zu greifen. Wenn Sie einen Eiffelturm, können Sie sich ungefähr vorstellen, ist groß, ist schwer, sind ungefähr 400 Eiffeltürme, die wir im Jahr fliegen, nur durch die Luftfracht. Dann haben wir auch sehr viel Lagerfläche. Das heißt, wenn Sie Kunden haben, sagen wir mal einen Waschmaschinenhersteller, der hat dann natürlich irgendwo sein europäisches oder deutsches Lager und von da geht es dann in die Baumärkte. Sowas machen wir auch, das sind ungefähr 2000 Fußballfelder an Platz. Also nur mal um das. Das sind sehr unterschiedliche Businesses und was auch ein Thema ist, wir sind halt auch wirklich überall auf der Welt präsent. Steht 220 Länder, wer genau guckt, sagt, es gibt es doch gar nicht, 220 Länder. Das sind Länder und Territorien für Logistiker, macht, ich sag mal, Grönland und Dänemark nördlich von Deutschland durchaus ein bisschen einen logistischen Unterschied. Deswegen ist sowas wie Grönland nochmal ein extra Territory für uns. Warum ist das wichtig, das im Kontext zu betrachten? Wir betrachten hier Mitarbeiter in allen Herren Ländern. Das heißt, da sind auch kulturelle Gegebenheiten sehr, sehr verschieden. Wir sprechen da aber auch über sehr, sehr viele Köpfe, die auch alle eine eigene Meinung haben, was auch gut so ist. Aber nichtsdestotrotz, die müssen wir natürlich auch alle erreichen. Und deswegen ist das wichtig, einfach im Kontext zu beleuchten. Einmal ganz kurz, was sind unsere strategischen Ziele? Wir hatten es das ein oder andere Mal jetzt schon angesprochen heute. Natürlich, wir wollen ein Maßstab für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sein. Da sind auch die Corporate Social Responsibility Geschichten mit verortet. Also das heißt, dass wir möglichst energieeffizient und auch CO2-effizient arbeiten. Natürlich aber auch, dass wir uns verantwortlich, was soziale Aspekte anbelangt, handeln. So, das reicht natürlich nicht. Es kommt immer wieder das Thema, es muss einfach ein gutes Investment sein. Wir haben Shareholders, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Das heißt, am Ende muss die Rendite stimmen. Das ist richtig. Wie können Sie das hinkriegen? Natürlich nur, wenn die Kunden zufrieden sind, weil wenn Sie keine loyalen Kunden haben, werden die auch langfristig nicht bei Ihnen bleiben. Das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung. Also ohne einen vernünftigen, loyalen Kundenstamm werden Sie kein renditestarkes Unternehmen führen können. Und um da jetzt auch den Kreis zu schließen, Sie können die Kunden langfristig auch nur dann zufrieden machen, wenn Sie Mitarbeiter haben, die wirklich mit Herz und aber auch Tat bei der Sache sind. Und das ist natürlich dann wiederum die große Verantwortung, die man dafür hat. Diese drei Ziele, das sind unsere drei strategischen Ziele, auch alle irgendwo unter einen Hut zu bekommen. Und die widersprechen sich nicht. Aber es ist immer eine Balance, das quasi so dann auch voranzutreiben, dass das dann entsprechend auch wahr wird.
So, es wurde eingangs erwähnt, ich verantworte First Choice, das ist unser Programm für die kontinuierliche Verbesserung bei DHL oder Deutsche Post DHL. Was beinhaltet das alles? Lean Management ist erwähnt worden, Six Sigma ist auch ein Teil, Change Management ist ein Teil, auch absolut dessen. Es ist aber auch insbesondere eine Denkweise oder auch eine Kultur, wie man an Dinge herangeht. Also sprich, Herausforderungen hat man ja quasi jeden Tag, mitunter auch mal stündlich oder auch minütlich, kommt drauf an. Man hat ständig Probleme, aber die muss man irgendwo nachhaltig bewältigen, weil es hilft nichts, ein Problem einfach nur, ich sag mal, ein Pflaster drüber zu kleben. Und dann blutet es aber immer weiter. Also man muss natürlich Probleme auch nachhaltig bewältigen, um irgendwo eine Art Perfektion oder ein sehr gutes Ergebnis anstreben zu können. Und vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel hier, wenn Sie ein Sortierzentrum vielleicht mal, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, Sendung mit der Maus oder irgendeine, vielleicht hatten Sie auch mal eine Möglichkeit, sowas zu sehen. Es müssen Pakete aufgelegt werden auf die Bänder, dass es dann entsprechend automatisch sortiert wird. Das kann man heute auch noch nicht überall automatisch machen. Wir haben zwar auch Möglichkeiten, den Prozess ein bisschen zu unterstützen mit Mechanisierung und Automatisierung, weil es auch eine schwere Arbeit ist, aber nichtsdestotrotz, wenn man das auflegt, muss das Label oben sein. Das wird mitunter, ein guter Chef sagt, muss aufpassen, das Label muss oben sein, weil da hinten ist ein Scanner. Wenn das Label nicht oben ist, scannt er hinten nicht und dann müssen Leute das immer umdrehen und so weiter, dann haben wir hinten ein Problem. Das macht ein Mitarbeiter, der das verstanden hat, macht das. Ja, und der auch sagt, Mensch, oh ja, wenn ich das nicht mache, dann ist hinten ein Problem. Das ist meine Verantwortung auch, dass die Kollegen hinten nicht das Problem haben. Wenn jetzt der Manager nur sagt, du legst es auf und das Label muss immer oben sein, verstanden, okay, machen. Ja? Was passiert, Stichwort Weihnachten, was passiert, wenn der Weihnachtsmann echt fleißig war, dann ist es ein sehr, sehr harter Job. Das heißt, dann wird irgendwann nur noch ja, gemacht. Ist dann das Label immer oben? Ganz bestimmt nicht. Und deswegen ist es auch so wichtig, ich würde widersprechen, wenn man sagt, nur der Manager hat die Verantwortung. Nein, die Verantwortung muss jeder haben. Das ist jetzt ein so ein Beispiel, auch wie wir die Denkweise ich muss ein Problem auch sehen können und eine Lösung dafür selbst schaffen können, versuchen, den Mitarbeitern mitzugeben. Wir haben, und das ist auch Teil des First-Choice-Programms, wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, ist es jetzt ein Programm, ist es eine Philosophie, ist es eine Denkweise, ist es ein Werkzeugkasten, ist es, sind es Mitarbeiter, sind das Leute, es ist alles davon, es ist von allem ein Teil. Wir haben eine Gemeinschaft von erfahrenen Experten, die sind ausgebildet, um auch sehr komplexe Themen anzugehen. Also wenn Sie jetzt mal auf einer Trade-Line, wo es immer hakelt, sagen, Mensch, der Prozess, irgendwas passt da nicht. Wir haben nicht die 95% On-Time, die wir dem Kunden versprochen haben. Wir müssen da was machen. Das sind Experten, die sind ausgebildet in Six Sigma Black Belt Methoden, also was eigentlich auch schon jedes Unternehmen irgendwo ein bisschen hat, ne? Vielleicht jetzt so von der Größenordnung, wie sind wir organisiert? Six Sigma Black Belt Equivalence, also so ungefähr mit 5 Wochen Ausbildung, aber dann immer wieder dazwischen Projekte, also so ein bisschen Learning on the Jobs, so eine aufbauende Ausbildung, haben wir um die 450. Dann haben wir um die 1500, die eine ungefähr 2-wöchige Ausbildung mit dazwischen auch einigen Projekten haben. Und dann haben wir noch so ungefähr 30.000, die eine circa ja ungefähr 4-tägige, 1-wöchige Ausbildung bekommen haben. Also wir haben schon sehr viele Experten, die natürlich auch überall in der Welt aktiv sind. Nicht alle arbeiten dann auf diesem Programm Vollzeit, das ist klar. Für viele ist es einfach nur in Anführungszeichen eine extra, ja wie man sagt, Capability, die sie nutzen können, um ihre Prozesse zu verbessern. Wir haben natürlich auch einen Werkzeugkasten, an Werkzeugen, die man nutzen kann. Da möchte ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber nochmal auf das Thema, wer ist verantwortlich. Wir haben vor einigen Jahren so eine Art Slogan quasi ja, unseren Leuten mitgegeben oder eigentlich auch nur relativ pragmatisch, hemdsärmlich, ohne Werbeagentur, in einem Meetingraum entwickelt, mal noch kurz einen angerufen, der auch immer gute Ideen hat. Wie drücken wir das aus, dass wir die Verantwortung natürlich nehmen wollen als Manager, aber wir können sie auch nicht alleine tragen, weil wir sind darauf angewiesen, dass jeder jeden Tag und überall ein kleines bisschen besser wird. Und das ist eben dieses Everybody, Everyday, Everywhere, a little bit better, was wir als unseren Wahlspruch ja, gewählt haben und der funktioniert auch ganz gut, weil damit ist auch die
die Anspruchshaltung an die Teamleads, an die Supervisor, die Mitarbeiter, dass sie einfach auch sagen, Mensch, hier passt doch was nicht. Das muss doch verändert werden. So, ganz konkret. Welche Werkzeuge haben wir hier? Das ist ein echtes Bild. Das ist ein echtes Bild aus dem Unternehmen. Was sehen Sie da? Das ist in einem Sortierzentrum für die Expresssendung. Irgendwo auf dieser Welt, das ist vollkommen egal wo. Da sehen Sie einen sogenannten Performance-Dialog, wird auch mitunter als Team-Dialog bezeichnet. Da trifft man sich immer zu Schichtbeginn, um zum einen mal zu fragen, passt alles? Also wie geht's euch? Also so tatsächlich mit Teambarometer, es mutet ein bisschen komisch an am Anfang, aber es funktioniert wirklich. Da sagt einer, mir geht's heute nicht. Ich kriege eine Erkältung oder was auch immer, oder mir geht's heute nicht so dolle. Will auch nicht drüber sprechen. Oder aber man sieht dann ganz gut, wie ist der Mut. Man kann da auch ein bisschen dann aushelfen, wenn irgendwo was nicht passt, dass man vielleicht auch kurzfristig was ändern kann. Ein wesentlicher Bestandteil dessen ist auch, dass man sich die Zahlen, die KPIs, die Kennzahlen der letzten Schicht anschaut, mit den Zielen dahinter. Das heißt, haben wir unsere Ziele erreicht? Und zwar nicht irgendwas, was ist letzten Monat oder so passiert, sondern wie lief die Schicht gestern? Lief es gut? Ja? Was war die Qualität, was war das Volumen etc.? Weil dieses Feedback, zu wissen, wir als Team haben dies oder jenes erreicht oder auch nicht, das ist sehr, sehr wichtig, weil nur wenn sie auch wissen, wie gut sie performen, dann können sie auch was ändern. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Am Anfang war das mitunter mal verschrien, so von wegen, ach, da wird jetzt auf Leistung getrimmt und, ne? Aber die Leute sind stolz, wenn sie ihre Arbeit auch, also ich sag mal, ihre Ziele erreicht haben. Und das, ich verstehe nicht jede Sprache dieser Welt. Mitunter mal bin ich in der Site irgendwo, zum Beispiel in Asien, und da wird dann geklatscht, wenn man die Ziele erreicht hat. Und man sieht auch, die Leute sind zufrieden dann damit und dann freuen sie sich. Was passiert, wenn ein Ziel nicht erreicht ist? Dann wird gefragt, warum? Ja, keine Ahnung, vielleicht waren die Scanner, diese Handscanner waren nicht geladen, weil, ich weiß nicht, vielleicht war ein Ladegerät kaputt oder. Und es sind so viele, so ganz kleine Sachen, die kann man einfach mal eben abstellen. Man muss sie aber sehen. Und das ist eben ein wesentlicher Punkt. Austausch von Informationen hier ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Das ist eine Sache, die geht ganz schnell, das sind 10 Minuten am Tag. Aber die sind sehr wohl investiert. Wir hatten viel Diskussion am Anfang. Sind diese 10 Minuten wirklich lohnenswert im Sinne von, hey, das muss ja auch bezahlt werden? Ja, ja, sind sie. Wir haben mal am Anfang eine Untersuchung gemacht, als diese Dialoge eingeführt wurden, die KPIs. Wie viel Prozent haben sich in den ersten 3 bis 6 Monaten verbessert, der KPIs? Wenn Sie jetzt mal so sagen würden, wie viel wird es so gewesen sein? 20%, 50%, 70%, keine Ahnung. 10%? Ja? 70? 20? Ja, es ist tatsächlich über 70% gewesen. Und zwar in die richtige Richtung verbessert, also verändert. Ja, und warum? Ganz ehrlich, die Leute, die wissen dann auch, was von denen erwartet wird. Also wir haben auch sowas in Warehouses, so Put-Away. Das heißt, kommt der große LKW an und bringt, ich weiß nicht, Mikrowellen, Waschmaschinen, kleine Elektroniker, Medikamente, was auch immer. Ja. Und das muss dann, wenn es reinkommt, gescannt werden, ins Hochregallager verpackt werden und muss natürlich dann mit dem Scan und so weiter in den Systemen sein. Und da haben wir, das ist für den Kunden wichtig, dass es schnell geht, weil erst dann, wenn es im System drin ist, kann er es wiederum verkaufen. Und das sind so schnell drehende Güter. Ne? Jetzt, das ist eine persönliche Sache, und Sie hatten mich gefragt, sagen Sie auch persönlich, ich bin da reingegangen und ich habe gefragt, was ist denn die Kundenerwartung, wie lange sollen das dauern? Das war noch bevor wir sowas hatten. Und dann viele engagierte Mitarbeiter, die auch gesagt haben, ich weiß nicht. Ja? Oder aber die haben gesagt, ja, keine Ahnung, während der Schicht oder so schnell wie möglich. Oder der eine hat 3 Stunden gesagt, der nächste hat 5 Stunden gesagt. Einer wusste es mit 4 Stunden, war sich aber auch nicht sicher. Gut geraten, sage ich mal. Das sind so Sachen, wie kann ich von einem Mitarbeiter erwarten, dass er eine gute Arbeit leistet, wenn er noch nicht mal weiß, was ist denn gut, was ist denn für den Kunden gut? Und das sind so Sachen, die wir versuchen, damit auch eine Verantwortungsfreudigkeit auch herzustellen. Ich mag den Begriff Verantwortungsfreudigkeit nicht nur, weil ich aus Bayern bin, sondern auch, weil es wirklich auch das widerspiegelt, was wir damit wollen. Und Sie glauben gar nicht, wie toll Mitarbeiter, also was für tolle Ideen die auch haben. Die sehen, da läuft was nicht. Wenn es wirklich wichtig ist, dass wir es in 4 Stunden hinkriegen, dann müssen wir doch dies oder jenes machen. Wir haben natürlich nicht alle Teams, die auch physisch in einem Ort arbeiten. Deswegen machen wir sowas dann auch virtuell, Sales-Teams zum Beispiel. Ne?
Ist ja heutzutage alles auch kein Problem mehr. Was machen wir auch noch? Mitarbeiter schätzen es durchaus, wenn der Manager nicht nur im Büro sitzt. In manchen Ländern ist es unglaublich schön klimatisiert im Büro und nicht ganz so angenehm, sage ich mal, im Warehouse, weil es entweder heiß oder kalt ist. Also es gibt Länder, da ist es einfach unglaublich heiß, da schwitzt man. Und das ist natürlich schön, im klimatisierten Büro zu sitzen. So, was sehen Sie im Büro? Ja, natürlich Schreibtisch etc. pp. Sehen Sie das echte Leben? Naja, man bekommt mitunter mal erzählt, ja, in dem Prozess, das ist weil so. Der Manager, der wirklich verantwortungsbewusst handelt, schaut sich das dann aber auch mal an. Der schaut sich diesen Prozess an und versucht auch, in diesem Prozess zu verstehen und was kann man tun, um diesen Prozess zu verbessern. Das heißt, Gemba ist das Tool, was wir dafür nutzen. Das ist nichts anderes als ein japanisches Wort für, ich sag mal, den Tatort, ja, the real place, the real people, also sprich, da, wo die Wertschöpfung auch wirklich dann gemacht wird. Das ist eine Methode, die wir nutzen, um zum Beispiel jetzt mal erst vielleicht den Prozess einfach nur zu verstehen oder ganz bewusst nach, sagen wir mal, Fehleranfälligkeit zu schauen oder so Arbeits- und Sicherheit, also Health and Safety, also Arbeitsschutzthemen heißt es auf Deutsch, oder Verschwendung oder wenn es irgendwo Bottlenecks gibt, was auch immer. Wir machen es auch so, dass mehrere Manager mitunter mal zusammen losgehen mit ganz unterschiedlichen Zielen. Es kann sein, sie sagen jetzt, ich schaue mal auf die Fehleranfälligkeit, ich schaue auf die Verschwendung, sie schauen auf was ganz anderes. Dann geht man los, hat das Gleiche gesehen, aber ganz andere Sachen gesehen. Ja? Weil ich bin dann selbst mitunter erstaunt gewesen, wie viel andere zu einem anderen Thema gesehen haben, die auch genau nur das Gleiche gelaufen sind wie ich, aber ich habe zu anderen Themen wieder was gesehen. Also es ist sehr, sehr wertvoll. Die Dinge werden dann auch dokumentiert, neuerdings sogar per App, ne? Weil man klar, man kann dann direkt ein Foto machen, dann auch die entsprechenden Aktionen dahinterlegen und so weiter, dass dann sich aber auch wirklich was verändert. Das Schöne dabei ist, die Mitarbeiter schätzen das zum einen mal extrem, dass die Manager sich auch für das interessieren, was sie wirklich machen und es ist zum Teil auch echt eine schwere Arbeit in der Logistik. Zum anderen sehen sie aber auch, hey, Sachen verbessern sich. Das heißt, das ist schon gut so, ja. Mitarbeiter können aber auch Selbstverbesserungen anstoßen. Wir sagen da Problem Solving, also man hat oft mal so ein Problem und wie kann man es, ich sag mal, in einer sehr hierarchischen Denkweise, sagt man, ich habe da ein Problem, ich sage das jetzt mal meinem Chef. Ne? Das ist vielleicht auch Verantwortung abschieben, ich weiß es nicht. Vom Chef ist es aber auch Verantwortung einfordern. Du hast da ein Problem, was ist denn die Ursache? Ja? Was ist die Lösung? Typischerweise hat man ein Problem, hat da irgendeine Lösung, ich sag mal, ein Pflaster drüber kleben, es blutet weiter, aber die Blutung zu stoppen, ich meine, wir haben hier Ärzte, ich will mich nicht anmaßen, dass ich davon wirklich was verstehen würde. Es ist eher so das Bild, ich muss eine Blutung auch irgendwo stoppen, damit das Problem echt gelöst ist, weil es hilft mir ja auch nichts, wenn das immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert. Muss ich sagen, das ist etwas, da sind die Mitarbeiter auch extrem stolz. Wir haben so interne Medien, so ein bisschen so ein Zwischending, sage ich mal, aus Instagram, Twitter und Facebook. Da wird dann auch gepostet, hey, Problem solved, Hashtag Problem solved. Also die Leute sind dann auch irgendwo stolz. Und ich muss sagen, zu Recht. Und das sind so Sachen, die versuchen wir sehr stark zu treiben. Jetzt ist es natürlich auch so, wie kriegt man das hin? Und was sind da auch die Aspekte? Ich möchte eine gute Minute von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen, mit einem Augenzwinkern, dass Sie sich mal einen Film anschauen. Das ist kein Film, den wir selbst gemacht haben, das war mal eine Werbeagentur, die hat einen Pitch gemacht. Vielleicht kennen Sie es, ist mal bei YouTube vor ein paar Jahren viral gegangen. Da gibt es einen Held, das ist kein DHL-Mitarbeiter, da gibt es einen Held und der hat ein Problem erkannt und es sehr pragmatisch gelöst. In many countries, DHL has more locations, more vehicles, and more employees. That's why DHL is faster. However, to communicate this with a classic advertising campaign is expensive. So, why couldn't the competitors advertise for DHL? For that purpose, giant packages were taped all over with thermoactive foil and cooled down below the freezing point. In this way, the competitors picked up a black package
that transformed back at temperatures above freezing and delivered the message in the most beautiful colors. To addresses in the city that were not that easy to find. After all, they were paid reasonably. The result, an innovative way to communicate. And everyone played along. Well, almost everyone. Ja, das möchte ich eigentlich nur zeigen als etwas, das mit dem Augenzwinkern. Aber wenn Sie Mitarbeiter haben, wie dieses Unternehmen, also so ein Mitarbeiter, der einfach sagt, nee, Moment, also Klebeband oder so, das habe ich immer noch mal in meinem Zustellfahrzeug, da kann ich mal eben, ne? Und das ist letztlich das, was Sie auch erreichen wollen mit Verantwortung. Ja? Keine Standard Operating Procedures, wie man sagt, kein Standard sagt Ihnen, das muss genauso gemacht werden. Ja? Weil solche Sachen, also okay, das ist natürlich, wie gesagt, das war eine sehr kreative Werbeagentur, die mit der Idee um die Ecke kam. Wir haben es dann natürlich nicht gemacht, aber die Idee ist natürlich lustig. Aber es gibt viele Situationen im Arbeitsleben, die können Sie nicht vorhersehen. Aber wenn da jemand mit ein bisschen Verstand rangeht, kann man halt unglaublich viel auch erreichen. Also das ist jetzt nur mal so ein kleiner Teaser, der von einer ganz anderen Ecke kommt. Aber ich wollte es Ihnen nicht vorenthalten. So, jetzt geht natürlich auch die Welt weiter. Stichwort Digitalisierung. Und wir hatten immer mal wieder so eine Diskussion, ja, Digitalisierung, ja, das ist jetzt das neue große, ja, dann so Prozessverbesserung, altmodisch, brauchen wir auch nicht mehr, vielleicht müssen wir uns jetzt alles auf Digitalisierung stürzen. Jetzt sage ich aber auch, also nee, als Prozessverbesserer oder jemand, der kontinuierliche Verbesserung treibt, habe ich auch eine Verantwortung, dass die Digitalisierung auch irgendwo ein bisschen mit funktioniert. Ich bin kein Nerd, ich kann nicht coden. Ich bin sehr froh, dass ich gute Kollegen habe, die es besser können als ich. Aber was ein wesentlicher Faktor ist, und da möchte ich mich eines sehr, wie soll ich sagen, direkten Zitates bedienen, eines Herrn, der es, glaube ich, auch verstanden hat, wenn Sie einen nicht so guten Prozess digitalisieren, dann haben Sie einen echt nicht so guten digitalen Prozess. Und das ist so ein Thema. Wir müssen natürlich auch, wir haben da auch die Verantwortung, dass Prozessverbesserung genutzt wird, um einen stabilen Prozess zu schaffen, der gut für den Kunden funktioniert. Den können Sie dann auch digitalisieren. Oder wenn Sie einen digitalen Prozess schaffen wollen, muss der robust sein. Und das hat, wie gesagt, sehr viel Wahres für mich, weil es gibt, und das haben Sie sich ja auch als Privatkonsumenten immer mal wieder, so das ein oder andere Unternehmen, was sich ein bisschen schwer tut damit, da wird ein Prozess digitalisiert, der hat aber vorher auch eigentlich nicht funktioniert und so richtig funktioniert es dann auch nicht. Ne? Und deswegen ist absolut da auch ein Handshake nötig zwischen dem, was der Mensch auch vielleicht im Vorfeld machen muss und wozu man dann aber auch Technik nutzen kann. Also für mich ist die richtige, also ist es entscheidend, die richtigen Grundlagen bleiben entscheidend für die Digitalisierung. Und das ist natürlich zum Thema Prozessverbesserung, aber auch zum Thema Verantwortung. Also man darf sich da auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich habe jetzt mal ein paar Themen mitgebracht. Wir versuchen natürlich viel zu automatisieren und auch zu digitalisieren in Warehouses, also da, wo physische Arbeit gemacht wird. Vielleicht die Leute von Ihnen, die Staubsaugerroboter zu Hause haben, letztlich ist es auch nichts anderes als ein autonom fahrendes Vehicle, also Fahrzeug. Wir nutzen das in Warehouses, wo quasi der Picker, also derjenige, der das auch aus den Regalen packt, der packt das dann in so ein Fahrzeugchen, das dann eben automatisch dahin fährt, wo es hin muss. Da sparen Sie so einem Picker sehr viele Kilometer am Tag zu laufen, das heißt, es macht auch die Arbeit einfacher. Hat natürlich auch den Effekt, dass es sehr, sehr viel effizienter ist. Aber die Picker haben es auch immer gehasst, dieses Ding da zu schieben, ja? Weil sie halt auch sagen, eigentlich ist es doch im klassischen Sinne Verschwendung, dieser Transport. Kann man sowas nicht auch automatisieren? Hat noch einen anderen Aspekt, das da unten, das kann 300 Kilo, das ist so ein, ich sag mal, wie so ein Hündchen, was auf die Beine programmiert wird, was ihnen hinterherlaufen kann. Habe ich selbst auch schon ausprobiert, funktioniert super. Ist eine immense Erleichterung. Aber natürlich auch wieder ein Effizienzgewinn. Und am Ende ist der Kunde auch recht happy, weil es ist auch günstiger dann. Wir nutzen dann auch Themen wie, das sind so Virtual Classes. Das heißt, damit können Sie dann auch scannen.
Und es wird auch angezeigt, wo müssen die Dinge dann auch verräumt werden. Es hat auch viele ergonomische Vorteile, weil man nicht immer den Scanner wieder rausholen muss und so weiter. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben da auch mit Medizinern zusammengearbeitet, dass das jetzt auch nicht irgendwie negative Effekte oder sowas hat. Die Mitarbeiter mögen es ganz gern, die finden sich dann auch cool vielleicht, ja, wenn sie das nutzen. Ich meine, das ist ein Aspekt, aber der andere Aspekt ist, es reduziert die Fehlerrate der Missorts, also dass sie es ins Falsche gepackt haben, erheblich, weil das auch angezeigt wird. Und kein Mitarbeiter macht gerne Fehler. Also das war das Thema Moral, ja. Also kein Mitarbeiter möchte unmoralisch, möchte falsch handeln. Und das ist natürlich alles, was auch hilft, Qualität zu verbessern und auch Fehler zu vermeiden, ist grundsätzlich auch sehr gerne gesehen. Dann haben wir auch noch andere Themen. Es gibt ja Orte auf dieser Welt, die sind vielleicht nicht ganz so sicher wie Witten. Ja, also wir sind ja in vielen Ländern auch tätig und da muss man mitunter mal so Security Rounds machen. Also gerade wenn sie große Lagergebiete haben, ja, da kommt mitunter wer weiß was weg. Und das sind sehr große Gebiete und da hat man früher halt Wachmänner laufen lassen oder sogar mit Motorrädern abfahren lassen. Das kann man auch mit Drohnen machen. Und dann wird es halt zentral im Prinzip angeschaut und wenn der Fall wirklich ist, kann man auch gegebenenfalls zu zweit ausrücken. Also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten, wie man das Arbeitsleben auf eine Weise einfacher machen kann. Und das hat natürlich Verantwortung gegenüber der Mitarbeiter, aber natürlich auch Effizienzgedanken, also Verantwortung gegenüber unseren Shareholdern. So, im Büroumfeld, nur vielleicht ganz kurz, es gibt sogenannte Software-Robots, die sehen natürlich nicht so aus. Das sind Programme, die letztlich sehr stupides Klicken auch abnehmen können, also so der bessere Makro solcher Dinge oder Chatbots oder auch Big-Data-Geschichten bedienen wir uns natürlich. Da gibt es immer wieder Diskussionen darüber. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass der Mitarbeiter überflüssig wird? Ist das jetzt gut oder schlecht? Was heißt das jetzt? Ich glaube, es hat natürlich, da gibt es kein Ja und Nein. Es ist immer es kommt drauf an. Viele jüngere Mitarbeiter lehnen es absolut ab, repetitive Tätigkeiten zu machen. Kommen wir auch so ein bisschen mit New Work, die sagen ja, also was habe ich denn gemacht den ganzen Tag? Ich habe im Prinzip, ich sag mal, gescannte Rechnungen, da habe ich dann die Accountnummer gesucht und den Betrag und ich habe das in irgendeinem Excel, das will auch keiner mehr machen. Ja? Das heißt, Automatisierung hier ist auch was Gutes. Auf der anderen Seite haben natürlich auch manche Mitarbeiter Angst, dann ihren Job zu verlieren. Und da ist es auch die Verantwortung des Unternehmens, so einen Veränderungsprozess so zu begleiten, dass man zum einen auch viel erklärt. Und damit ist auch ehrlich gesagt schon viel, viel geholfen, auch Ängste zu nehmen und aber auch zu überlegen, okay, wenn jetzt jemand diesen Job nicht mehr hat, kann der weitergebildet werden, dass der zum Beispiel auch solche Bots konfiguriert und viele können das und das ist eine höherwertige Arbeit und das ist dann auch gut. Und bei den anderen muss man halt überlegen, ich meine, wie kann man die auch sinnvoll einsetzen und ich glaube, das ist auch Verantwortung, das ist natürlich auch wieder Verantwortung der Manager auf der einen Seite, die Leute dann entsprechend einzusetzen, aber es ist auch Verantwortung von jedem selbst, dass er auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Ja? Und da, ich glaube, da, das geht einfach Hand in Hand. Und ja, und dann vielleicht auch so das Thema New Work, ist immer mal wird angesprochen. Das hier ist jetzt die Post, wie man sie vor, ich weiß jetzt nicht wann das war, aber vor vielen, vielen Jahren kennt. Ne? Jetzt haben wir mittlerweile sogar zum Teil elektrische Fahrzeuge. Das Pferd nutzen wir da nicht mehr so, aber wir haben auch diese Leute. So, der Herr ist jetzt auch kein Screen-Ager mehr, also der ist jetzt auch ein paar Jahre älter. Aber was zeigt das? Das ist jetzt einfach ein Bild, was ich aus dem Internet gezogen habe. Was zeigt das? Es gibt viele Mitarbeiter, die wollen heutzutage auch ein bisschen anders arbeiten. Die wollen schon auch Verantwortung übernehmen für das, was sie treiben, aber sie wollen das auch zum Teil anders machen. Also sprich, die wollen auch mal von zu Hause arbeiten. Die haben vielleicht kleine Kinder oder alte Eltern oder jemand Kranken oder ich weiß nicht was oder der Handwerker kommt und es sind einfach, irgendeiner muss die Tür aufmachen. Also ich will nur sagen, da muss man auch ein bisschen flexibel sein. Und das ist etwas, was natürlich auf der einen Seite ein Geben ist, aber auf der anderen Seite auch ein Geben der Freiheit, aber auch der Verantwortung. Und ich glaube, hier tut sich im Moment sehr, sehr viel. Und ich sehe das aber, dass das Vertrauen, was ich zumindest meinen Mitarbeitern gegenüber bringe, das wird auch wieder gespiegelt. Das heißt,
die sind dann auch voll dabei. Also wenn was gemacht werden muss, die kriegen das irgendwie auch hin und dann sagen sie, naja, jetzt hatte ich aber keine Ahnung. Jetzt hatte ich meiner Schwester versprochen, ich bin Standby, weil der Geburtstermin ist, also quasi die Woche. Ich mache das einfach virtuell, ja, und dann, ja, das geht auch alles. Und es geht erstaunlich viel mehr, als dass sie glauben. Und das ist so ein bisschen das Thema Verantwortung für den eigenen Bereich übernehmen. Also wenn Sie sagen, wer muss die Verantwortung haben, der Manager oder der Mitarbeiter? Es müssen beide haben, weil ich verantworte den Bereich, den ich verantworte. Ich verantworte nicht das gesamte Konzernergebnis, da gibt es jemand anderen für. Nichtsdestotrotz, mit dem, was ich mache, muss ich das auch unterstützen. Und ich glaube, jeder muss so seine Verantwortungsbereiche finden und dann auch pragmatisch damit umgehen. Und das ist etwas, das ist auch ein ganz großer Kulturwandel, den wir derzeit erleben, weil wir natürlich auch, ja, ich sag mal, Leute dabei haben, die arbeiten schon sehr, sehr lange in vielleicht genau den Strukturen. Da tut sich aber auch unglaublich viel. Und dann ist noch ein weiterer Punkt, diese Verantwortung hat jeder Manager. Und das ist so ein bisschen, ja, walk the talk oder even run the talk. Und das ist etwas, da möchte ich auf Folgendes eingehen. Sie können nur dann selber eine sehr gute Leistung bringen und Ihr Team optimal unterstützen, wenn Sie auch selbst, ja, ich sag mal, in Shape sind. Ja, also es geht jetzt nicht, wie man aussieht, sondern dass der Körper auch in Ordnung ist. Also dass man selbst mit sich im Reinen ist. Das sind körperliche Sachen, das sind mentale Sachen. Das ist, dass Sie auch selbst mit beiden Beinen im echten Leben stehen und sagen, Mensch, ich bin zufrieden und ich das ist richtig, was ich hier tue. Und das sind viel so Aspekte. Ich glaube, früher wäre es nicht unbedingt möglich gewesen, dass man in der Mittagspause mal eben joggen geht. Und jetzt gerade in den dunklen Jahreszeiten ist es einfach mal angenehmer, das mittags zu machen. Und ich meine, mir persönlich ist es dann auch egal, wenn ich abends ein bisschen länger arbeite. Aber wenn ich dann mittags gelaufen bin, dann bin ich auch sehr zufrieden, weil ich weiß, hey, ich bin heute schon gelaufen. Ich habe jetzt auch keinen Druck, irgendwie hier dann und dann wegzukommen. Und am Anfang hatte ich mir noch gedacht, Mensch, also ich mache das leider nicht so oft, wie ich es eigentlich wollte, aber ab und zu dann doch. Am Anfang habe ich noch gedacht, wenn mich da einer sieht, ne, was sagen die? Die sagen, Mensch, hey, cool, sollte ich auch mal machen. Ja? Und das ist auch etwas, und ich sage Ihnen, das wird oftmals noch vernachlässigt, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss. Weil nur wenn man selbst auch stark genug ist, es gibt so Themen wie Sägeschärfen, ja, so und alles Mögliche, aber nur wenn man selbst im Prinzip stark genug ist, wird man auch eine starke Leistung bringen können und die anderen auch motivieren und inspirieren können, eine starke Leistung zu bringen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Aspekt. Da macht das Unternehmen noch relativ viel, sei es Sportveranstaltungen, sei es medizinische Untersuchungen. Das ist aber nicht nur das, was jetzt so, sage ich mal, zentral gemacht wird und vielleicht auch ein bisschen mit Marketing, sondern das ist wirklich das, wie man das selbst lebt und auch wie man das den Mitarbeitern vorlebt. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, was ich gerne hier mitgeben möchte, was Verantwortung anbelangt und was Verantwortung auch gegenüber den Mitarbeitern oder im Unternehmen anbelangt. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie jede Menge Fragen haben, noch vor der Mittagspause, sich nicht durch einen knurrenden Magen abhalten lassen. Ja, vielen lieben Dank, Frau Krepp. Und daher im besten Wittener Sinne eine auch wie vorher möglicherweise geforderte streitbare Diskussion. Viel dabei gewesen. Und ich sehe schon, hier vorne ist schon die erste Wortmeldung. Also ich bin auch BVL-Mitglied, also die Logistik ist mir nah. Deswegen die Frage, 220 Länder, Standorte, gibt es so etwas auch, wie also Sie haben gesagt, Intranet, Facebook für Mitarbeiter, auch die Möglichkeit, dass Leute meinetwegen aus Timbuktu mit jemand aus New York auch an einer Projekt arbeiten oder vielleicht eine Verbesserung reinbringen, sagen, ich habe da eine Idee, das könnte man verbessern. Das gibt's bei IBM, deswegen frage ich. Also grundsätzlich ja. Also ich überlege gerade, also auf Tradelanes ist es ja oft so, dass Ihnen von, also sagen wir mal Timbuktu nach New York, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so, also sagen wir mal, Amsterdam und Hongkong ist eine sehr dicke Tradelane. Natürlich müssen dann die Kollegen miteinander auch gemeinsam die Themen verbessern, weil es hilft nichts, wenn in Amsterdam ganz toll verbessert wird, aber in Hongkong es eben noch hakelt. Ja. Was viel gemacht wird, weil Sie sagen, so Facebook oder also diese internen sozialen Medien, dass da auch stolz
geteilt wird, hier, ich habe da Folgendes gesehen, wenn ihr das auch seht, macht doch was. Ja. Das wird schon auch gemacht. Ja. Das ist dann hauptsächlich auf Englisch, mitunter auch mal ein bisschen Spanisch. Aber das wird schon in der Tat viel gemacht. Es gibt natürlich auch, also wenn ich jetzt ein Problem sehe, wo ich weiß, ich muss New York mit reinziehen, weil sonst kriege ich das hier nicht gelöst, das wird schon auch gemacht. Ja. Aber vielleicht zu Ihrem Thema, es wird dann auch viel inspiriert, ja, also dass man sagt, Mensch, dieses Thema ist doch eigentlich etwas, was auch andere betrifft. Vielleicht wenn man analysiert, man hat hier immer wieder ein Problem mit den Labels zum Beispiel. Und dann analysiert man das und stellt fest, es werden hier die Labels in diese Klarsichthülle geklebt und die reißt immer mal wieder ab. Es kann dann auch sein, dass tatsächlich der globale Standard geändert wird. Das ist jetzt ein Beispiel, was jetzt neulich passiert ist, oder was heißt passiert, zum Glück gemacht wurde, weil das eben in einigen Bereichen tatsächlich so eine gängige Praxis war, was woanders dann zu großen Problemen geführt hat. Ja, Maximilian Locher, ich bin hier auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Kulturreflexion. Jetzt haben wir hier oben die beiden Flaggen Verantwortung und Freiheit ganz nah aneinander gekoppelt, was ich absolut richtig finde, selbst aus wissenschaftlicher Sicht, weil man sich erst in Freiräumen als verantwortlich mit seinen Entscheidungen wahrnehmen kann. Und genau das vertreten wir auch noch nach außen. Das Unternehmertum heißt eben keine Alternativlosigkeit zu unterstellen, sondern den Gestaltungsraum wahrzunehmen und dann auch mit einer eigenen Entscheidung zu belegen. Deswegen jetzt meine Frage, in einem DAX-Konzern, in dem man bestimmte Profitziele natürlich auch vorgegeben bekommt, das heißt die Verantwortung bekommt eine Limitation dadurch, dass sich ein Vorstand in einem Investorengespräch so oder so ausdrückt. Jetzt hat man zum Beispiel angenommen, ein Ziel von plus 5%. Jetzt wäre ein unternehmerischer Angang ja, diese 5% nicht nur als alternativlos zu sehen, ne? Das heißt, wir müssen Kosten drücken, sondern umgekehrt andere Entscheidungsmöglichkeiten zu durchdenken. Wie ermöglicht man eine Vergrößerung des Umsatzes, nicht nur ein Zusammenfahren von Kosten? Also unterschiedliche Abwägungen zu treffen und mit dieser Abwägung von unterschiedlichen Entscheidungen auch diese Statusgruppe, ne, der Entscheidung zu ziehen. Ne? Also wäre es uns überhaupt wichtig in der Entscheidung, wie wir diese 5% erreichen, ne? Ob über Kosteneinsparung oder eine Erweiterung auf das 221. Land. Jetzt wollte ich mal fragen, wie das quasi in einer Führungsposition, wie ihre verhandelt wird, wie diese Statusgruppe, diese Adressaten gezogen werden, um zu einer Bewertung zu kommen, was sind denn gute 5% mehr und was sind schlechte 5% mehr? Also ich sage mal, die guten 5% mehr, das sind die, die Sie langfristig halten und ausbauen können. Das ist jetzt eine global-galaktische Frage, aber vielleicht mache ich es am Folgenden fest, wenn Sie einen... Ja, ich sag ja, die Kollegen sind überall, ne? Ich hoffe, der stellt auch alles ganz fehlerfrei zu. Ja, aber das ist, der war jetzt nicht bestellt, ja? Wobei, als mich Herr Professor Möllerin gefragt hat, ist der Zeitslot in Ordnung, habe ich gesagt, ja. Nee, aber ich habe das nicht nachgeschaut. So, was sind gute und was sind schlechte 5%? Gute 5% sind die, die auf einem... Also entweder, wenn Sie sagen, das geht, dass Sie Kosten haben rausnehmen können, dass Sie dann wirklich Kosten rausgenommen haben, die Sie langfristig nicht bereuen. Also ein Beispiel, was sind schlechte 5%? Wenn Sie die 5% rausnehmen, mit denen Sie Prozessverbesserungsmaßnahmen finanzieren, weil das kostet natürlich auch Geld, Sie brauchen auch Leute, die Analysen machen und so weiter. Also das geht ganz schnell, ja? Also sowas raus, 5% gespart, wunderbar. Haben Sie im nächsten Jahr ein Riesenproblem, ne? Weil dann laufen nämlich Ihre Prozesse auch nicht mehr entsprechend. Das heißt, dann sind die Kunden unzufrieden, die springen ab und so weiter. Was sind gute 5%? Gute 5% sind die, die Sie mit Verbesserungen im Sinne von Kundenloyalität oder auch neue Märkte oder vielleicht ein bisschen getweakte Lösungen, dass Sie nochmal einen Mehrwert dem Kunden geben können, für die er auch wirklich bereit ist zu zahlen, weil er sagt, das ist ihm so unglaublich viel wert, das zahle ich gerne. Wie sind die Entscheidungsfreiräume? Natürlich kann ein Lagerarbeiter jetzt nicht entscheiden, ich mache hier mal eine Marketingkampagne. Ne? Das geht natürlich nicht. Also es sind schon die Länderchefs bei uns, auf deren Schultern, sage ich mal, lastet Verantwortung, aber die haben auch Verantwortungsspielraum.
also beziehungsweise Gestaltungsraum. Also wir versuchen auch sehr stark über die Länderchefs jeweils zu treiben, weil die wissen auch, was funktioniert in ihrem Land ganz gut. Kann ich da nochmal zusätzliche, ich weiß nicht, Industrien ansprechen, Volumina vergrößern etc.? Oder aber habe ich vielleicht noch irgendwo Kosten, wirklich Kostenblöcke drin, die dem Kunden nicht wirklich den Mehrwert bringen langfristig? Also da ist schon sehr viel Verantwortungsspielraum in den Ländern. Allerdings natürlich mit der Einschränkung, zum Beispiel unser Expressnetzwerk ist ein internationales Netzwerk. Also wenn Sie jetzt sagen, naja, eigentlich wäre es für mich geschickter, ich kann da ein bisschen Kosten sparen, wenn ich den Flieger einfach ein bisschen später belade, dann bricht Ihr ganzes Netzwerk zusammen. Ja, das geht natürlich nicht. Also solche Sachen, die sind natürlich dann schon dem Netzwerk irgendwo untergeordnet. Also das heißt, da ist auch eine gewisse Balance da, nichtsdestotrotz, und das ist jetzt auch was, was immer stärker betont wird seit einer gewissen Zeit, ich kann es schwierig festmachen, vielleicht ist es ein Jahr, vielleicht ist es weniger, dass es muss für die Länderchefs auch funktionieren. Also die sind diejenigen, die wirklich dann auch das nochmal modellieren und den Unterschied machen. Also insofern ist es nicht nur Headquarter, ganz im Gegenteil, es ist viel auf Länderebene, allerdings nicht notwendigerweise jetzt in jedem Zustellbezirk oder so, weil dann wird es schwierig. Nichtsdestotrotz auch die können sich einbringen. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote noch. Sie kennen das alle. Sie waren dann doch nicht zu Hause und es wurde versucht, das Paket zu Hause zuzustellen. Also Sie kriegen diese Benachrichtigungskarte. Und was man dann auch gemacht hat, man druckt da was aus, wo das ist, weil diese Schriften, die sind nicht immer leserlich, ne? Diese Aufkleber, die da drauf gedruckt werden, die waren eine ganze Zeit lang immer ein Stückchen zu lang. Und da gab es einen Zusteller, der gesagt hat, Mensch, ich so viele Benachrichtigungskarten, wie allein ich in der Woche verteile, und immer dieses Stückchen, und ich weiß ja von mir, also Zusteller gibt es so viele in Deutschland, wenn ich immer dieses Stückchen quasi sparen könnte, das sind noch super viele Materialkosten. Und auch, ja, hier, wenn man aus Umweltgesichtspunkten sieht, das ist doch Verschwendung, das muss doch nicht sein. Und das spart richtig viel Geld ein. Wir haben auch so ein System, quasi Ideenmanagement, da kann man so eine Idee anbringen und da kann man dann auch partizipieren. Also sowas gibt's durchaus. Und so das Thema 5% sparen, ja, das sind keine 5%, ja, das sind 0, irgendwas. Aber Kleinvieh macht auch Mist oder die Macht der kleinen Rädchen. Die ist unglaublich wichtig. Also so gesehen, verantwortlich ist natürlich der Konzernchef, ist der Länderchef, aber auch jeder hat dann irgendwo so ein bisschen einen Beitrag. Das ist wichtig. Es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen. Bitte sehr. Dankeschön. Erstmal herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick in das, was mein Postler immer so jeden Tag macht. Ich forsche zum Thema erster und zweiter Arbeitsmarkt im Vergleich zum Sozialwesen. Und wenn wir schon bei Verantwortung sind, würde ich mich gerne an die einführenden Worte von Frau Mohn anhängen. Und frage mich, mit einem Unternehmen, das so viel auch zum Thema Digitalisierung schon einsetzt, wie Sie die Chancen für die Teilhabe auch von, sagen wir mal, pluraleren Menschen, vielleicht auch Menschen mit Behinderung, auf dem ersten Arbeitsmarkt einschätzen. Sie haben gerade dafür votiert, die Führungskräfte sollen joggen gehen, das ist aber vielleicht ja auch sehr gesundheitsbewusst, aber ist vielleicht nicht jedem möglich. Das ist hier schon mal ein anderes Führungsverständnis, was vielleicht auch Defizite zulassen könnte. Zum anderen haben Sie die Möglichkeiten, und ich glaube, das Sozialwesen würde sich die Finger danach lecken, so eine wunderbare Ausstattung zu haben in Sachen Digitalisierung und Automatisierung. Wie schätzen Sie da die Chancen für Verantwortung auf dem ersten Arbeitsmarkt ein? Also ich glaube, natürlich, klar, nicht jeder kann joggen gehen und nicht jeder muss auch joggen gehen. Also das möchte ich jetzt erstmal schon mal sagen. Es geht jetzt eher auch so ein bisschen um das auf sich selbst aufpassen hier. Wir versuchen natürlich viel zu tun, auch was Entlastungen anbelangt. Also ich sag mal, einer älter werdenden Belegschaft muss man natürlich auch irgendwo gerecht werden. Und das ist ja auch ein Teil der Verantwortung, weil manche Sachen gehen einfach nicht mehr so gut. Also das heißt, austragen oder auch Sachen heben etc. Da versuchen wir viel auch zu unterstützen, wenn es dann um Themen geht, dass dann wirklich jemand im Rollstuhl oder so sitzt, kann er natürlich eher im Büro eingesetzt werden. Das ist natürlich auch klar. Da versuchen wir auch, vieles möglich zu machen. Gibt auch so wie Schwerbehindertenbeauftragten und so weiter und so fort oder auch was man an technischen Einsätzen, also es gibt ja viele technische Möglichkeiten, die auch sowas dann schon unterstützen. Da versuchen wir natürlich auch alles Mögliche zu machen. Ich bin allerdings, und das muss ich jetzt hier auch sagen, dann auch nicht ganz genau der Experte für, was da genau wo gemacht wird. Also von daher
bin ich da wahrscheinlich auch nicht die beste Ansprechpartnerin. Also ich weiß von einigen Kollegen, die körperliche Einschränkungen haben, die auch in dem gleichen Bürogebäude arbeiten wie ich auch. Und die können auch damit in ihrem Arbeitsumfeld umgehen, weil sie auch gewisse technische Hilfen haben. Also das wird schon gemacht, aber in welchem Ausmaß, ist jetzt ein bisschen schwierig. Da bin ich leider nicht der Experte für. Ich erwähne es nur kurz, wir sind ein bisschen über der Zeit. Wir würden so circa 10 Minuten länger machen als geplant, also noch so 8-9 Minuten. Dann ist draußen auch ein kleines Mittagsbuffet aufgebaut. Und mir liegt eine Frage wirklich auf der Zunge. Ich habe mich gestern ja mit Ihnen beschäftigt, habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Und eine Sache, wie schafft man, also viele Ihrer Fahrzeuge haben ja auch im Auftrag von DHL aufgeschrieben. Wie schafft man es denn, wenn man das... Ja, also diesen Face to the Customer oder auch so Ideen wie, wie schafft man das, Leuten, die nicht direkt angestellt sind, sondern beispielsweise Subfirmen, diese Form von Verantwortung auch für Verbesserung, konkrete Verbesserung, wie dieses Beispiel mit dem zu langen Zettel, wie kriegt man sowas hin? Also wie schafft man es, den Leuten so viel Verantwortung zu geben, dass die es dann auch quasi umsetzen können? Ja, das ist nicht ganz trivial, das sage ich auch. Also zum Beispiel das mit dem mit diesem Zettel, ja, also das kam auch von jemandem, der direkt angestellt war bei uns oder ist. Also ich gehe davon aus, dass er noch da ist. Ja, ist nur die Geschichte ist schon irgendwie ein Jahr oder so alt, deswegen ich kenne den Kollegen nicht persönlich. Ja, wie macht man das, wenn jemand auch nicht direkt angestellt ist? Natürlich. Zum Beispiel bei den bei Fahrern, die wir im Freight-Bereich einsetzen, wo wir mit Speditionen zusammenarbeiten, da haben wir so eine sogenannte Fahrer-App auch. Das heißt, da kriegen die auch Informationen, was wichtige Themen sind, können darüber auch dann Ideen einbringen. Also solche Möglichkeiten haben wir auch, was die Motivation dann für solche Leute, die vielleicht gar nicht bei uns direkt angestellt sind, wenn die etwas haben, was die echt stört, also zum Beispiel so ein LKW-Fahrer, der irgendwo bei einem Frachtzentrum eine Ladung holen muss und nach von A nach B fahren muss, wenn der immer sehr, sehr lange warten muss an der Pforte, wo er sich anmeldet etc. pp., dann ist das natürlich auch irgendwo etwas, was für ihn auch sehr lästig ist. Das heißt, solche Sachen, die werden darüber auch oftmals transportiert, dass sowas einfach Verbesserungspotenzial hat, ne? Da kann man natürlich dann auch sagen, ja gut, mit so einer App kann man sich zum Beispiel direkt selbst anmelden, da braucht es nicht mal jemanden an der Pforte, auf den man warten muss, wenn irgendwie 3 LKWs vor einem sind. Also man kann viel machen mit, wie erreiche ich überhaupt die Leute, also zum Beispiel so eine Fahrer-App, dann kann man mit dieser Fahrer-App mit den Fahrern direkt kommunizieren, also sprich Informationen geben, aber auch Informationen entgegennehmen, also zum Beispiel hier ist ein Verbesserungspotenzial. Grundsätzlich ist mit den nicht direkt Angestellten ist es immer ein bisschen komplizierter, weil sie eben nicht direkt für einen arbeiten. Das heißt, wir managen ja auch nicht direkt selbst. Das ist ja auch Sinn und Zweck dessen. Da muss man halt auch immer sehen, welche Möglichkeiten hat man da. Und zum Teil muss man auch mal eine Spitze ausgleichen und kann dann Subcontractors, wie sie heißen, mit reinnehmen. Ja, also da gibt's auch keine allgemeingültige Antwort für. Und das hängt auch ein bisschen an den Gesetzgebungen der einzelnen Länder. Also zum Teil können die wohl auch mittrainiert werden, zum Teil ist das dann nicht möglich. Ich bin jetzt auch kein Arbeitsjurist, kann das auch nicht ganz genau sagen, aber ich weiß, dass es auch von Land zu Land extrem unterschiedlich dann ist. Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Bitte. Ja, danke. Also mir leuchtet diesen Blick auf das Unternehmen, dass alle Mitarbeiterinnen einen Verantwortungsbereich haben und auch dafür zuständig sind, total ein. Ich finde auch, dass es richtig ist, wie Sie das betonen, dass das sinnstiftend ist für die Leute und wir diesen Taylorismus endlich auch in solchen Kontexten zunehmend überwinden. Ich denke aber auch, dass es trotzdem so ist, dass es sowas gibt wie eine sekundäre Verantwortung und dazu möchte ich was fragen, nämlich diese Verantwortungsbereiche zu koordinieren, also so eine Verantwortungsbereich, Koordinationsverantwortung gewissermaßen. Und das scheint ja etwas zu sein, was Sie beispielsweise haben. Und da sehe ich einfach eine riesen Herausforderung drin. Was man ja anstrebt, ist so ein, von mir aus auch einfach jetzt bloß in ökonomischer Perspektive, so ein umfassendes Netz von Verantwortung, wo diese Verantwortungsbereiche organisch ineinander greifen. Aber das Problem ist ja, dass es dann ständig zu Verantwortungslücken kommt. Wenn sozusagen jede seinen Verantwortungsbereich hat, dafür zuständig ist, dann gibt es einfach die Gefahr, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo eben niemand für verantwortlich ist. Und die Preisfrage ist, gibt's sozusagen, haben Sie einen Mechanismus, das zu identifizieren oder kommt das bei Ihnen quasi gar nicht vor? Also wenn Sie einen Prozess sehr sauber definiert haben, ja, was nicht überall der Fall ist, also
nirgends auf dieser Welt, dass alle Prozesse 100% sauber, so wie sie wirklich gemacht werden, definiert sind. Aber dann haben Sie schon einen sehr guten Überblick, was wird gemacht und wer ist für was verantwortlich. Das sind ganz einfache Methoden dafür. Ne? Jetzt ist die Frage, natürlich mögen Sie irgendwas übersehen haben, da mag es zu Lücken kommen. Und ein sehr, sehr, sehr beliebtes Spiel im Büro, in jedem Unternehmen, das ist natürlich auch nur, das ist meine Verantwortlichkeit, das schiebe ich mal zu dem und der schiebt es zu dem, der schiebt es zu dem. Vielleicht ist dann einfach der Kopf dafür verantwortlich, des Unternehmens oder des Unternehmensbereiches. Und wenn das so ist, dass es da Lücken gibt und, sage ich mal, jetzt in einem Land, also vielleicht ist es am plakativsten, und dass dann der Länderchef sagt, nee, also ganz ehrlich, hier ist bei mir eigentlich gar keiner verantwortlich dafür, also ist es dann meine Verantwortung oder aber ich muss wieder eine schaffen in meinem Team, der sich dann eben um dieses Thema kümmert. Also, ich sag mal so, dieses übliche Spielchen, ich schiebe die Verantwortung weiter, das gibt es sicher in jedem Unternehmen. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass natürlich dann der Kopf des jeweiligen Unternehmens am Ende die Verantwortung tragen muss. Ja? Das heißt, die echten White Spots kann es nicht geben, wenn Sie das jetzt systemisch betrachten. Vielen lieben Dank auch für die Diskussion, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion. Jetzt darf ich Sie in die Mittagspause entlassen. Wir machen weiter um 13:30 mit dem Gang 3 und 4. Und jetzt erstmal viel Spaß.